Nicht klotzen, sondern kleckern, lautet die Devise von Nintendos Wii U-exklusiver Ballerei Splatoon. Darin liefern sich possierliche Tintenfische in Menschengestalt eine temporeiche Farbschlacht, on wie offline. Die Bewohner der nautischen Hightech-Metropole Inkopolis lieben es, in verwinkelten Arenen gegeneinander anzutreten, bis einer den Kaviarlöffel abgibt. Allerdings wird dabei nicht wirklich scharf geschossen. Wie beim Paintball kommen harmlose Farbhülsen zum Einsatz, die beim Aufprall zerplatzen und derart viel Farbe versprühen, dass mehrere Schüsse das Terrain in einen regelrechten Farbsee verwandeln. Weil jeder Trupp in den flotten 4 gegen 4 Duellen mit einer anderen Farbe draufhält, wird die Kampfzone rasch zum wirren Muster aus bunten Klecksen. Taktischer Vorteil der Umgestaltung: Berührt ein Teammitglied die gegnerische Farbe, verliert es ähnlich rasant Lebensenergie wie durch direkten Beschuss. Außerdem dürfen die Splatoon-Krieger regelrecht untertauchen und rasant beschleunigen, wenn sie sich auf Knopfdruck in ihre oktopusartige Urform verwandeln. Auf diesem Wege können die Inklinge durch die eigene Farbe schwimmen, nachladen und auch der Schwerkraft trotzen, wenn sie beispielsweise steile Rampen oder senkrecht die Wände hinaufglitschen. Während der Mehrspielermodus durch ein ausgeklügeltes Erfahrungs- und Fertigkeitensystem mit zunehmender Dauer immer mehr an Reiz gewinnt, konzentrieren sich Singleplayer-Freunde auf die optionale Kampagne. Die Kampagne ist mit nur rund 6 Stunden Spielzeit zwar vergleichsweise kurz, führt aber geduldig in alle Spielelemente ein. Der Held soll dem kauzigen Kapitän Kuttelfisch dabei helfen, die fiesen Oktarianer zu bekämpfen, die im Untergrund eine Invasion der Stadt vorbereiten. Die gemeinen Kopffüßler und ihre tückischen Gerätschaften zu überwinden, ist gerade anfangs eine ziemliche Geduldsprobe, weil Nintendo das Farbelement ebenso clever wie teuflisch einsetzt. Klarer Fall. Davon hätten die Entwickler wesentlich mehr ins Spiel packen müssen. Denn wirklich vorwerfen kann man dem launigen Splatoon-Paket eigentlich nur, dass es von allem ein bisschen zu wenig bietet. Zu wenige Spielmodi, zu wenige Helden, zu wenige Waffen, zu wenige Arenen und zu wenig Story. Sollte der Hersteller diese Mankos in den Wochen und Monaten nach der Veröffentlichung mit entsprechenden Updates und Downloadpaketen kompensieren, steht einem ausgesprochenen Spielspaß-Dauerbrenner nichts im Wege. Wer sich für eine Mehrspieler-Gaudi erwärmen und den grellen, etwas eigenwilligen Grafikstil verkraften kann, greift zur Farbkanone und wird zum Online-Tintenkiller. Für den 1 gegen 1 Splitscreen-Modus ist allerdings ein Pro-Controller erforderlich.